Sehr geehrte Damen und Herren, die Laudatio auf Junior Professor Dr. Jakob Niklas Kater hat Frau Professorin Dr. Elke Kario vom Zentrum für Innere Medizin am Universitätsklinikum Essen verfasst. Da dieser Preisträger an der Schnittstelle von Medizin und Informatik forscht, übernehme ich diese Würdigung gerne. Die digitale Pathologie, also der Einsatz von computerbasierten Methoden in der pathologischen Bildanalyse, ist eine spannende, sich rasant entwickelnde Disziplin. Sie zählt zu den Vorreitern der angewandten künstlichen Intelligenz. Bis jedoch maschinelle Diagnoseassistenzsysteme den Sprung in die klinische Routine schaffen werden, gibt es an der sehr dynamischen Schnittfläche von Medizin und Informatik noch viel zu entdecken. Bisher fehlen vor allem Mediziner, die einerseits die klinischen Probleme in der Diagnostik und Behandlung erkennen und andererseits informatisch-technische Methoden im Detail verstehen und als selbstverständliche Werkzeuge für neue Lösungsansätze für solch komplexe Fragen einsetzen können. Der diesjährige Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger, Herr Juniorprofessor Dr. Jakob Niklas Kater, verbindet auf exzellente Weise das Beste aus diesen beiden Welten. Er forscht sehr erfolgreich auf dem neuen Feld computerbasierter Techniken wie Deep Learning in der pathologischen Bildgebung. Wie seine hochrangig publizierten Veröffentlichungen eindrucksvoll belegen, weiß er Methoden wie neuronale Netze souverän und innovativ einzusetzen und für das gegebene klinische Problem elegant zu adaptieren. Seine international hoch anerkannten Beiträge helfen, die klinisch-pathologische Analyse und Interpretation von umfangreichen Bilddaten durch neue informatisch-technische Ansätze wesentlich weiterzuentwickeln und damit medizinische Diagnose- und Behandlungsstrategien vor allem in der Onkologie zu verbessern. Nach hervorragendem Abitur studierte Herr Kater an der Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg bis 2016 Medizin. Parallel absolvierte er erfolgreich den Studiengang Meckel Physics mit informatiknaher Masterarbeit in den computergestützten klinischen Medizin. Bei beiden Abschlüssen erzielte er die Höchstnote 1,0 und promovierte in der Medizin mit einer experimentellen Promotionsarbeit in der vaskulären Biologie und Tumorangiogenese am DKFZ mit Summa Cum Laude. Im Rahmen der Assistenzarztausbildung war Herr Kader zunächst am NCT in Heidelberg und seit 2018 in der Medizinischen Klinik 2 der Uniklinik an der RWTH Aachen tätig. Parallel zur ärztlichen Weiterbildung baute er hier eine eigene wissenschaftliche Arbeitsgruppe zum Thema Computational Oncology mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz erfolgreich auf. Bereits während seiner Studienzeit gelingt es Herrn Kater, mehrere Originalarbeiten als Erstautor zu veröffentlichen. Früh fokussierte er sich thematisch auf die computergestützte Analyse im Bereich der onkologischen Histopathologie und kann sich hervorragend in diesem äußerst wichtigen und wissenschaftlich kompetitiven Feld positionieren. In kürzester Zeit erreicht er konsequent als Erst- und Letztautor mehrere hervorragende Publikationen mit hoher wissenschaftlicher Qualität und hoher internationaler Sichtbarkeit in zentralen Journalen. Insbesondere ist hierbei die in Nature Medicine 2019 veröffentlichte Arbeit zur Vorhersage von Mikrosatelliteninstabilitäten mittels Deep Learning-Techniken zu nennen. Durch seine neu entwickelten Analyseverfahren könnten zukünftig histologische Schnitte beispielsweise von Darmkrebs wesentlich umfassender aufgearbeitet werden, was für die verbesserte Steuerung einer personalisierten Tumortherapie entscheidend sein wird. Herrn Kader gelingt es somit durch seine Vorkenntnisse aus dem Computational Modeling onkologischer Diagnostik, um einen neuen, wichtigen Aspekt zu erweitern. Diese zum Teil in großen Konsortien organisierte wissenschaftliche Arbeit zeugt nicht nur von wissenschaftlicher Exzellenz, sondern auch von hoher organisatorischer Kompetenz und Dynamik. Hierzu zählt auch die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln, darunter eine Max-E der Nachwuchsgruppe der Deutschen Krebshilfe. Entsprechend wurde er bereits auch von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin mit dem Theodor-Frerichs-Preis geehrt. Und seit dem 1. April 2021 hat er nun eine Juniorprofessur an der RWTH Aachen inne. Zusammengefasst, aufgrund seiner bisherigen außerordentlichen wissenschaftlichen Leistungen mit hervorragenden Studienergebnissen und Dissertationen, exzellenten Publikationen und einem klaren, eigenständigen wissenschaftlichen Profil, das interdisziplinär als Brücke zwischen Medizin und Informatik dient und zukunftsträchtig innovative Lösungsansätze entwirft, entspricht Herr Dr. Niklas Kater in besonderer Weise
den Auszeichnungskriterien des Heinz-Meyer-Lehrpreises 2021. Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg in der Forschung.